Diese vier Denkfehler musst du vermeiden an der Börse. Und wir zeigen dir, welche das sind. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Die Jungs von der Mission Money sind back und heute zurück mit richtig spannendem Material für euch. Wir haben Bücher gewälzt, wir haben uns wirklich die Nächte um die Ohren geschlagen, haben überlegt, was sind die gefährlichsten Denkfehler, vor allem wenn ihr Geld verdienen wollt an der Börse und welche Fehler haben wir vielleicht auch schon mal gemacht, was könnt ihr von uns lernen, was können wir euch weitergeben. Und jetzt würde ich sagen, Timo fängt an, oder? Oh ja, kleiner Disclaimer vorneweg. Ich habe mich bei meinen zwei Denkfehlern, die ich euch präsentieren möchte, von diesem Buch inspirieren lassen. Rolf Dobelli, die Kunst des klugen Handelns. Ich hänge euch einen Link zu Amazon unten rein in die Beschreibung und auch zu Audible. Und da könnt ihr euch dann tummeln, verlustieren und kleiner alles nochmal nachlesen. Kann man auch Testabos abschließen, habe ich gehört. Ja, dann kannst du jetzt losgehen, nicht wahr? Oh ja, leg mal los. Alles klar. Also mein erster Punkt heißt, wir sind alle Sklaven unserer Gefühle. So, was meine ich damit? Wir sind alle Sklaven unserer Gefühle. Das heißt ja immer, Börsenerfolg ergibt sich dadurch, dass man halt einfach schnell im Kopf unterwegs ist und gute, rationale Entscheidungen trifft. Oder sagen wir es lieber so, Entscheidungen auf rationaler Basis trifft. Ich würde sagen, ja, da ist durchaus was dran, aber es stimmt halt, glaube ich, auch, es ist nur die Hälfte der Wahrheit, also nur die eine Seite der Medaille, weil wir sagen ja immer in unseren Videos, ne, also jetzt mit Sicherheit in anderen Videos auch schon mal mitbekommen, macht euch immer, wenn ihr euch für eine Aktie interessiert, eine Pro- und eine Kontraliste. Mhm. So, das ist natürlich das idealtypische Verfahren, also erstmal alle Pro-Argumente für den Kauf einer Aktie auflisten und alle Kontra-Argumente, also alle Argumente, die dagegen sprechen, in die Aktie zu investieren. Und dann gewichtet man halt die einzelnen Faktoren und kommt unterm Strich dann zu dem Ergebnis, entweder kaufen oder lieber vielleicht nochmal auf der Watchlist behalten oder vielleicht auch gar nicht anfassen, das Ding. Mhm. So, ich sage jetzt aber, das funktioniert in der Regel so nicht, denn was wäre denn jetzt eigentlich, wenn das Ergebnis, während du sozusagen diese Pro- und Kontraliste machst oder beziehungsweise während du die einzelnen Faktoren gewichtest, längst schon feststehen würde? Was wäre dann? Dann wäre das ganze Verfahren sozusagen ad absurdum geführt. Für den Arsch. Machst du eigentlich so Pro-Kontra-Listen? Ich mach die tatsächlich, ja. Aber ich traue mir, seitdem ich das gelesen habe, bei dem Dobelli, auch jetzt mittlerweile nicht mehr so selbst über den Weg. Aber das werde ich in dem nächsten Punkt, den ich euch auch noch mal präsentieren möchte, auch noch mal ein bisschen weiter darlegen, was ich damit meine. Hier geht es nämlich um Affektheuristik. Das ist das Fachwort, was sich dahinter verbirgt. Und der Dobelli hat halt dargelegt, dass Forscher tatsächlich sehr valide rausgefunden haben, dass, wenn du etwas magst, dann die Risiken geringer einschätzt, den Nutzen dafür umso größer. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Wir sind beide Fan von der Amazon-Aktie. Und auch, würde ich mal sagen, von Amazon als Unternehmen, mhm, sozusagen. So, das heißt, bei uns besteht jetzt die Gefahr, dass wir halt sozusagen die Risiken von Amazon bei so einer Aktiengewichtung sozusagen kleinreden würden. Also zum Beispiel, dass das Geschäft im Handel sozusagen, die Margen da relativ schmal sind. Also wir würden dann eher vielleicht auf den tollen Burggraben und das Cloud-Modell und die Umsätze und Konkurrenzblatt machen. Ja, genau. Und da sagt man einfach, ja, das machen die schon. Oder genau. Das ist halt so. Ja. Absolut, genau. Also das heißt, Risiken werden dann halt in der Betrachtung kleiner, mhm, und der Nutzen wird größer. Oder anderes Beispiel, Tesla, glaube ich. Ne? Tesla, von euch sind viele da draußen große Tesla-Fans und mit Sicherheit hat das auch viel mit Elon Musk als Person zu tun, als Visionär, mhm, als Marketing-Genie etc. Also das heißt dann, bei so einer Tesla-Bewertung, wenn man sich jetzt mal die reinen Zahlen anschaut, da muss man da halt leider sagen, ja, sieht momentan noch nicht so dolle aus. Aber weil man halt den Elon Musk halt so sehr mag, sagt man, okay, die Risiken, dass das nicht klappt, sind geringer. Und die Vorteile, die Tesla quasi über das Geschäftsmodell und so weiter erzielt, also für die E-Mobilität und was die sonst noch alles an tollen Ideen in der Pipeline haben, die sind halt höher. Und das ist das ganze Prinzip der Affektheuristik. Und ja, was kann man da jetzt tun? Wie gesagt, ich traue mir selber auch nicht mehr so ganz über den Weg, aber zumindest wir beide reden ja schon durchaus ab und an mal über unsere Investments, auch im Vorfeld, bevor man mal was kauft. Mhm. Und das solltet ihr da draußen auch tun. Also das heißt, die Pro-Kontra-Liste ist erstmal natürlich super vorteilhaft,
aber lasst die doch einfach nochmal von Leuten gegenchecken. Also diskutiert die auch gerne bei uns in der Community. Ja, oder unbedingt. Mit uns. Also wir können nicht mehr auf alles antworten. Ihr wisst, das ist ziemlich viel geworden. Auf Fax antworten, genau. Auf Faxe Fax. Und Briefe und manchmal auch auf Rauchzeichen. Also wenn ihr wirklich mal mit einer guten Idee ankommt und uns eure Pro-Kontra-Listen präsentiert in den Kommentaren, mal schauen. Also dann würde ich sagen, versuchen wir ab und zu auch mal zu antworten. Könnten wir eigentlich mal machen, oder? Macht mal sowas rein oder schickt uns sowas per E-Mail oder wie auch immer. Mein erster Punkt wäre, geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Für mich ist der größte Denkfehler auch, zu glauben, man sei rational. Wir versuchen das sicherlich alle und sagen immer, ja, rational ist das so und so, aber man ist das einfach nicht. Also was du eigentlich auch gerade schon ganz gut erklärt hast, das ist jetzt so, wenn jetzt dir jemand eine halbe Stunde lang erzählt, warum eine Aktie geil ist und das wirklich vielleicht auch wirklich kompetent ist und dir gute dann Argumente, ich das. Dann ich auch. Nee, aber dann ist es natürlich wahrscheinlich, dass dich das irgendwie, selbst wenn du jetzt das weißt, irgendwie wird es dich wahrscheinlich beeinflussen. Mhm. Es sei denn, du findest das Unternehmen jetzt zum Kotzen oder findest die Person vielleicht zum Kotzen oder merkst jetzt, okay, der Typ ist einfach eine richtige Luftpumpe, dann würde ich das jetzt mal ausschließen. Aber wenn der Typ jetzt einfach kompetent ist oder einfach gut reden kann, dann glaube ich, setzt sich das durchaus positiv irgendwie im Unterbewusstsein fest. Genauso, wenn jetzt wir eine halbe Stunde lang dir erzählen, warum ein Unternehmen komplett scheiße ist, dir das vorrechnen, vielleicht magst du das Unternehmen eh schon nicht, dann kann das Unternehmen theoretisch richtig gut sein, aber du wirst halt einfach dadurch beeinflusst. Und das ist jetzt auch keine Sache, die ich mir ausgedacht habe. Das geht teilweise, unser Gehirn ist einfach, ja, was heißt dumm, aber sehr leicht zu beeinflussen. Da gibt es zum Beispiel so ein schönes Experiment, habe ich neulich gelesen. Es war nicht Dobelli, obwohl ich da auch mich inspirieren habe lassen für meinen zweiten Punkt. Da gab es einen schönen Test, da Studenten an der Uni mussten praktisch, haben Produkte vorgesetzt bekommen, jetzt sagen wir einen Kugelschreiber oder ein Parfum oder was auch immer, und mussten dann aufschreiben, wie viel sie bereit sind dafür zu zahlen. Ich glaube, Rotwein Bordeaux war tatsächlich auch dabei, kein Witz. Und bevor sie das schätzen mussten, mussten sie die letzten 2 oder 3 Ziffern von ihrer Sozialversicherungsnummer aufschreiben. Und wenn jetzt die Nummern eher höher waren, sagen wir 8, 9, dann haben diese Studenten tatsächlich danach die Preise, also was sie bereit wären zu zahlen oder wie wertvoll sie das einschätzen, tatsächlich höher eingeschätzt. Also da sieht man, wenn das Gehirn einfach geprimed ist mit höheren Zahlen, was überhaupt nichts damit zu tun hat und was ja auch unterbewusst ist, dass das schon reicht, um einfach eine Entscheidung zu beeinflussen. Und das muss man sich mal klar machen. Also das heißt eigentlich, wenn du jetzt eine Aktie kaufst oder dir eine Wohnung kaufst oder was auch immer, irgendeine Kaufentscheidung triffst, dann musst du dir einfach klar machen, dass du wirklich von jedem möglichen Scheiß theoretisch beeinflusst werden. Und ich kann hier ganz genau sagen, was bei diesem Beispiel mit dem Rotwein bei Peer Steinbrück rausgekommen ist. Mindestens 5 Euro. Ja. Und Gerhard Schröder hat gesagt, ist mir scheißegal, Hauptsache es ist nicht zu billig, ja, und es schmeckt und es knallt. Und das Problem ist auch bei der Rationalität, man muss auch immer die Relativität im Kopf haben. Das ist auch was ganz Wichtiges, denn absolut gesehen sind manche Sachen einfach ganz anders als relativ gesehen. Jetzt machen wir ein kurzes Experiment, ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, aber wenn ich dir jetzt eine Reise anbiete, sagen wir, einmal geht es nach Budapest und einmal nach Tel Aviv. Mhm. Ist jetzt, glaube ich, das wären beides Sachen, die du jetzt ganz gut findest. In Tel Aviv war ich schon. Ja gut, okay, sagen wir mal, du würdest jetzt beides nicht kennen und würdest einfach egal, du findest jetzt beides einmal gut. Die Entscheidung würde dir jetzt schwerfallen. Biete ich dir beides an im Reisebüro, beides inklusive Frühstück. Mhm. Und jetzt gibt es noch die dritte Auswahl, sagen wir Budapest ohne Frühstück. Dann müsste die jetzt theoretisch, wenn du hast Budapest mit Frühstück und ohne Frühstück, dann müsste, und Tel Aviv mit Frühstück, dann müsste dir trotzdem, weil du diesen relativen Vergleich zwischen Budapest mit und ohne hast, müsstest du theoretisch Budapest mit Frühstück am attraktivsten finden. Das ist, klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber das geht auch sehr schön. Da gibt es so viele Beispiele. Zum Beispiel Restaurants haben auch immer ein sehr teures Gericht auf der Karte. Gar nicht unbedingt, weil sie das verkaufen wollen, sondern einfach, damit die anderen relativ günstiger erscheinen. Mhm. Ich habe das auch in einem Buch gelesen. Ich kann es im Roundup nochmal vorstellen. Auch ein sehr schönes Beispiel, so Marketing-Tricks. Zum Beispiel liefen früher Brotbackmaschinen richtig scheiße. Was haben sie da gemacht? Sie haben einfach ein viel größeres Modell, teureres Modell sozusagen im Geschäft daneben gestellt und schon fanden die Leute das kleinere, billigere auf einmal interessant. Also was vorher kein Schwein gekauft hat. Das heißt, mit der Relativität, das ist einfach was ganz Gefährliches. Das könnt ihr euch vielleicht auch mal bei der Performance, wenn ihr jetzt einmal, ihr setzt euch jetzt das Ziel, ich will jetzt dieses Jahr, sagen wir mal, 15% machen. Konzentriert euch da wirklich auf euch selber. Überlegt euch, wenn ihr was verdienen wollt, konzentriert euch darauf, was ihr verdient. Wenn dann nämlich der Nachbar, sag ich mal, 16% macht,
dann denkt ihr euch auf einmal, ja gut, die 15% war ich eigentlich zufrieden damit, aber jetzt hat der Kasper daneben mir 16%. Ja. Habe ich versagt? Was mache ich jetzt? Ich muss das irgendwie rausholen. Ich muss mir zum Beispiel das Risiko hochfahren, obwohl das überhaupt nicht zu eurer Strategie passt. Also vergleicht euch da nicht unbedingt. Vergleichen ist sowieso oft ein Problem, macht unzufrieden. Das ist ja auch mit dem Gehalt so. Viele Leute sind auch zufrieden. Aber wehe, sie erfahren jetzt, was der, vielleicht der Mann von der Schwester verdient oder so. Auf einmal denkt man sich, mein Gott, was bin ich eigentlich für ein Lappen? Der verdient das Doppelte und das ist sehr schwierig. Und wenn man jetzt Aktien auswählt, sollte man, finde ich, auch aufpassen, weil da ist halt die Relativität auch sehr gefährlich. So Peergroup-Vergleiche sind zwar grundsätzlich vernünftig, denn ich will ja jetzt, sag ich mal, im Automobilsektor will ich jetzt die beste Aktie haben und nicht die schlechteste. Also schaue ich mir natürlich die Konkurrenz an. Aber wenn jetzt, sag ich mal, eine Aktie relativ scheiße ist, absolut scheiße ist und sie ist dann relativ gesehen nur noch ein bisschen scheiße, dann ist sie ja noch lange nicht gut. Das heißt, ich muss ja immer sehen, ist diese Aktie jetzt wirklich als Aktie gut oder ist sie einfach nur sozusagen das kleinere Übel innerhalb von, sagen wir mal, Pharmabranche oder Automobilbranche. Und da ist diese Relativität, finde ich, sehr gefährlich, weil wenn ich einfach sozusagen die Wahl dann zwischen Pest und Cholera habe, dann einfach sagen, ja gut, ich nehme jetzt die weniger schlechte, das ist sehr gefährlich. Also wirklich bei Vergleichen immer aufpassen und immer wirklich im Kopf haben, rational ist sehr, sehr schwierig. Am besten auch schon mal die richtige Branche nehmen, ne? Ja, ja, das, da fängt es schon an. Ne? Da fängt schon an. Okay. Aber das Prinzip habe ich für verstanden. Ja. Ja. Toll, oder? Nee, das ist gar nicht schlecht. Okay, ich komme zu meinem nächsten Punkt. Wir sind verliebt in unsere eigenen Ideen. Was meine ich damit? Also, erstmal folgende Frage, Leute. Warum gibt es eigentlich niemals Scheißideen? Warum sind alle Ideen immer total gut? Also zumindest die, die man selber hat. So, warum ist das so? Das lässt sich sehr, sehr leicht beantworten und belegen. Und zwar mit dem Fachbegriff Not Invented Here-Syndrom. Also das heißt, wir haben herausgefunden, also nicht wir, sondern Forscher haben herausgefunden, dass es tatsächlich das Phänomen besonders in Unternehmen gibt, dass halt Ideen, die aus der eigenen Firma herauskommen, sozusagen insgesamt besser und positiver bewertet werden als Ideen oder Vorschläge, die zum Beispiel von externen Beratern herangetragen werden. Also die haben es tendenziell eher ein bisschen schwerer. Und das ist halt möglicherweise auch bei euch so im Freundeskreis, wenn dann jemand mal die Idee hat, ach schau dir doch mal, ich sag jetzt einfach mal, ich spinne jetzt mal, schau dir doch mal die Facebook an oder schau dir mal die Nvidia an oder wie auch immer, dass man dann vielleicht selber erstmal ein bisschen skeptischer reagiert, okay, ein Tipp von außen, verfolgt er möglicherweise eigene Interessen oder so. Aber wenn man selber die Idee hat, ach du, die Facebook, dann ist das auf jeden Fall immer sozusagen der Top-Ratschlag. Und dann noch der Spruch, die Idee gefällt mir immer besser. Die Idee gefällt mir immer besser. Je mit mehr jeder Pilsette. Ja, ja, genau. Mehr, mit jedem Bier wird besser. Die Idee immer besser. Und bei der Flasche Bordeaux, wenn man da dann angelangt ist, dann kann man eigentlich gar nicht mehr anders. Dann muss man die Idee auch umsetzen. So, also der Fachbegriff dafür ist Not Invented Here-Syndrom, heißt also quasi externe Ideen eher Skepsis, interne Ideen eher alles potenziell toll. Also das heißt, wir sind im schlimmsten Fall regelrecht betrunken von unseren eigenen Ideen. Und für mich selbst an der Börse gilt das manchmal auch. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine tolle Idee habe, in die ich sozusagen für eine Aktie, in die ich hinein investiere, dann bin ich mittlerweile auch vorsichtig. Also ich habe früher dann also auch ein bisschen schneller einfach zugegriffen. Ich lasse mir da jetzt mittlerweile etwas mehr Zeit und besonders rede ich auch mit vielen Leuten jetzt in meinem Umfeld, deren Meinung ich schätze und die sich aus meiner Sicht auch mit der Materie auskennen. Und das heißt, ich stelle meine Meinung, das knüpft so ein bisschen an den ersten Punkt, den ich skizziert habe. Ich stelle meine Meinung immer auf den Prüfstand, beziehungsweise lasse sie auf den Prüfstand stellen von externen Leuten. Dann schält sich auch jetzt mittlerweile immer häufiger mal heraus, okay, vielleicht liege ich auch dann ab und an einfach mal falsch. Also das heißt, man sollte nicht, nur weil man selber jetzt irgendwie einen schönen Gedanken hatte oder einen Geistesblitz, einen Heureka-Moment oder so, sollte man das in der Regel nicht immer überbewerten, weil ganz ehrlich, ich glaube, die richtig tollen Ideen, die hat man nicht jeden Tag. Und besonders wenn man kreativ ist, neigt man ja auch dazu, dann wirklich sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Ideen zu entwickeln. Mhm. Aber machen wir uns nichts vor, 80-90% sind davon meistens auch, sagen wir mal, eher so semi-gut. Ja, so Geistesblitze können ganz gut sein, aber man merkt, da ist das Bauchgefühl gar nicht so schlecht, weil man merkt ja dann wirklich so, wie du sagst, wenn man sich so ein bisschen länger Zeit lässt und dann, also wenn du wirklich einfach dann mit Leuten sprichst und merkst dann, okay, die Idee reift so langsam und man fühlt sich einfach immer besser damit über einen längeren Zeitraum, dann glaube ich, ist das gut, genau. Wenn man dann einfach so
sich das immer schön reden muss und sich denkt, so, ja, ich würde gerne, aber irgendwie, ich weiß nicht, aber und dann sucht man sich so wirklich immer die Bestätigung, und sagt, ja, das mache ich jetzt einfach nach dem Motto. Ja, genau. Das sich ist selber sozusagen nicht so immer so zureden, zu bestätigen. So. Ja. Aber eine Idee, deswegen, also quasi eine Idee so ein bisschen mal liegen lassen, mal ein bisschen reifen lassen, also auch bei euren eigenen Investments, kann auf jeden Fall nicht schaden, weil wenn ihr eine Idee habt und die ist in 3 Monaten quasi immer noch gut, dann hat sich quasi das Prinzip einfach irgendwie verstetigt, verfestigt und ja, dann steckt da wahrscheinlich auch mehr Substanz hinter, als wenn man jetzt einfach mal so quasi blind drauf lospowert. Also das heißt, ich will euch jetzt nicht dazu raten, wenn ihr eine schöne Aktie gefunden habt oder eine Idee habt für ein Investment, dann euch 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr Zeit zu lassen, weil man muss ja auch mal vorwärts kommen, sondern ich will euch nur dafür sensibilisieren, dass ihr vielleicht einfach mal einen Tag länger oder so drüber nachdenkt, weil was kann an einem Tag schon irgendwie passieren? Oder vielleicht sogar mal eine Woche. Also da rennt ja auch kein Kurs um 50% auf einmal weg. Nee, auf jeden Fall, das würde ich auch sagen. Im Gegenteil, bei privaten Entscheidungen würde ich dazu raten, immer möglichst schnell. Also wenn es unwichtige Sachen sind, da keine Zeit verschwenden, weil das ist einfach ja, genau. nur das einfach Ja, nur genau, nervig. Das muss man halt auch noch mal so ein bisschen eingrenzen. Also ich rede ja jetzt quasi über Börsenideen, genau. um Investmentideen, also wo es dann tatsächlich um euer hart verdientes oder euer hart erspartes geht und jetzt nicht einfach nur, ne, welche Hose ziehe ich heute an? Oder wer im Restaurant überlegt noch. Oder welche Hose ziehe ich heute aus? Wir würden nie die Hose ausziehen, außer vielleicht live vor der Kamera. So, jetzt kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Der sogenannte Association Bias, also unser Gehirn, kann man sich vorstellen, eigentlich wie so Maschinen, die wirklich ständig versucht, irgendwo Muster zu finden, Verknüpfungen herzustellen. Das ist auch grundsätzlich schön. Muster sind was Spannendes, kann man auch schön drüber diskutieren, gerade an der Börse, wenn man sagt, ach, vor 5 Jahren ist das und das passiert, vielleicht passiert das jetzt so wieder. Und grundsätzlich ist das auch gut, dass unser Gehirn so arbeitet, weil so lernen wir. Also da gibt es ja das schöne Beispiel, wie gesagt, wenn ein Kind auf eine Herdplatte fasst und die ist vielleicht nicht gerade kühl, dann wird das Kind wahrscheinlich nicht nochmal machen, weil es dann was gelernt hat. So haben wir das ja alle. Kommt drauf an, wie klug das Kind ja. ist. Ne? Gut, oder? Man bleibt drauf hängen dann auf der Herdplatte. Das wäre natürlich schlecht. Pavlov ist ja auch so ein klassisches Beispiel. Das kennen bestimmt einige von diesem tollen Hund. Da hat immer die Glocke geläutet, bevor es Fressen gab. Also Glöckchen läuten, dann gab es Fressen und klar, beim Hund läuft dann Speichel zusammen und irgendwann hat es dann gar kein Fressen mehr gebraucht, dann wurde nur noch gebimmelt. Dann lief schon der Speichel. Genau, lief schon der Speichel. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass da Verknüpfungen erstellt werden im Gehirn, obwohl das überhaupt nichts miteinander zu tun hat, weil das Glöckchen hat ja mit dem Essen grundsätzlich überhaupt nichts zu tun. Klar, ist zwar ein Zusammenhang bei dem Hund jetzt gewesen, aber an sich einfach vollkommener Bullshit. Und so macht das unser Gehirn auch gerne. Das ist ja auch privat oft so, das sagt man ja oft, ach ja, wenn das passiert, dann kann das nichts werden. Oder wenn ich Tequila trinke an einem Abend, dann wird es meistens ganz schlimm oder so. Oder es gibt ja auch Leute, die glauben... Oder sehr lustig. Oder sehr lustig. Ja, da hat ja jeder irgendwie so Denkmuster im Hirn, wenn das und das passiert, ach, dann kann das schon mal gar nichts werden. Mhm. Oder muss das sehr gut werden. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die sind wirklich abergläubisch. Die ziehen zum Beispiel immer die gleichen Klamotten an. Das ist ja auch zum Beispiel bei Sportlern sehr oft so. Mhm. Oder die betreten dann mit dem linken Fuß immer den Rasen oder gehen dann ins selbe Hotel oder was weiß ich. Das ist auch so ein klassisches Beispiel, was natürlich grundsätzlich überhaupt keinen Einfluss hat. Höchstens auf die eigene Psyche eben. Bist du abergläubisch irgendwie? Oder? Ja, ein bisschen. Kleines bisschen. Also nicht im Übermaße. Ich muss zugeben, ich manchmal auch. Also wenn es wirklich was Wichtiges ist und ich kann mich an Sachen erinnern und weiß, okay, ich habe es da auch so gemacht, mache ich das tatsächlich auch, aber obwohl es vollkommener Schwachsinn ist. Aber das wollen wir euch jetzt eigentlich gerade austreiben sozusagen. Auf die Börse bezogen, da gibt es ja auch so gängige Mechanismen, was man halt so im Kopf hat, dass man da Muster sucht. Zum Beispiel, ja, wenn die Zinsen steigen, fallen die Aktienmärkte, was natürlich grundsätzlich nicht verkehrt ist, aber man sollte das halt sich im Einzelfall anschauen. Oder wenn zum Beispiel der Dollar schwächelt, ist das gut für Rohstoffe. Das war früher zum Beispiel, ja, galt schon relativ zuverlässig, also sozusagen Dollar fällt, Gold steigt und die anderen Sachen auch. Andersrum natürlich auch. Ist natürlich ein Muster, was immer mal wieder vorkommt, aber das heißt ja nicht, dass das immer so ist. Genauso, was heutzutage auch ein Problem ist, Gold gilt ja so als sichere Währung. Das heißt, wenn jetzt Aktienmärkte abrauschen, galt immer so das Credo, okay, wenn es kracht, dann steigt Gold. Ist mittlerweile auch nicht mehr so. Ich meine, oft, zum Beispiel beim jüngsten Flash-Crash war das ja auch so, Entschuldigung, Crash darf man ja nicht sagen, Korrekturchen, ne? Das Gold dann halt teilweise auch einfach mit abrauscht. Also das ist halt einfach sehr gefährlich, wenn man sich so feste Muster sucht und dann sagt, okay, wenn das passiert, handle ich immer zwingend so. Also das mag vielleicht bei manchen Ausnahmen gelten, ist aber grundsätzlich, glaube ich,
eher gefährlich, gerade weil die Märkte tatsächlich immer mehr parallel laufen. Selbst die Kryptowährungen schmieren ja teilweise mit den Aktienmärkten noch ab, weil das, obwohl das ja miteinander eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, genauso wenig wie Gold. Ganz gefährlich ist das auch, wenn man halt sagt, grundsätzlich ist das ja richtig empirisch, dass halt die Aktienmärkte, die über mehrere 50 oder sogar 100 Jahre die beste Anlageform der Welt sind, also mit der höchsten Rendite. Aber wenn man jetzt halt sagt, okay, weil das die letzten 100 Jahre so gelaufen ist, wird das die nächsten 100 Jahre automatisch auch so laufen, ja, genau. Dann ist das halt möglicherweise nicht ganz richtig, weil man dann halt Risiken wie halt digitale Umwälzungen und Disruptionen und so weiter, also ein komplett neues Wirtschaftszeitalter, was wir jetzt erleben, möglicherweise nicht genügend berücksichtigt. Also grundsätzlich, empirisch ist es richtig, aber man kann es halt nicht einfach so in die Zukunft fortschreiben. Ja, genau, das ist mit diesen Mustern wirklich ganz gefährlich. Man meint ja auch bei manchen Einzelaktien, es gibt ja so Aktien, die hat man im Blick irgendwie, da weiß man, okay, die steht ungefähr da und man weiß, ist das jetzt teuer, ist das jetzt billig, ist das jetzt scheiße gelaufen, das Ding, das letzte Jahr oder die letzten paar Wochen. Es gibt einfach so Aktien, da hat man Bezug dazu und mit manchen Aktien hat man einfach gar nichts am Hut. Aber ich würde mich auch davor hüten, dass man sagt, okay, ich habe jetzt so eine Aktie wirklich im Griff. Ich kann mich gut an einen Kollegen erinnern, den kennst du auch, Helmut, der hat immer erzählt, ach, Siemens, bei 90, also ab 90 musst du schon über was verkaufen nachdenken, denn wenn das auf Richtung 100 zugeht, das wird nie drüber steigen, niemals, wird Siemens nie schaffen. Gut, okay. Sie waren schon mal bei 130, weißt du, das sind halt auch so Muster, ich meine, nur weil das in den letzten 10 Jahren nicht über 100 gegangen ist, das ist ja vollkommener Bullshit, dass das für die nächsten 10 Jahre auch gilt. Das ist absoluter Schwachsinn und man kennt das ja gerade so kurzfristig, dass man bei manchen Aktien so, dann bewegen sich die vielleicht in einem gewissen Korridor und dann denkt man sich, ach, jetzt habe ich die Aktie entschlüsselt. So, das geht jetzt, denkt man immer so, das geht jetzt immer so weiter. Das mag kurzfristig, mag das sogar funktionieren, vielleicht mal eine Woche oder vielleicht sogar 2 Monate. Aber langfristig sind halt solche Muster, glaube ich, einfach sehr, sehr gefährlich. Also kurzfristig kann sich das mal auszahlen, gerade wenn du vielleicht tradest und in so einem engen Korridor bist oder auch bei den Kryptowährungen, da war das... Hatte ich auch mal das Gefühl, so vor Weihnachten, so, jetzt hast du dich angegroovt und irgendwann ist das halt auch, dann kommt halt der Crash und dann geht das Spiel halt wieder von vorne los. Und gerade bei großen Crash-Szenarien ist das ja auch schön, wenn dann irgendwelche Experten sagen, damals vor 100 Jahren, da hatten wir irgendwie den und den Zyklus, der hat 7 Jahre gedauert und jetzt multiplizieren wir das mal 10 und teilen dann nochmal durch 100 und das heißt 2022 spätestens wird es dann den nächsten Crash geben, weil dann irgendwie vielleicht auch noch Vollmond ist. Ja, da haben wir, ne? Da haben wir die nächste Crash-Prognose. Also 2022, aber nur, ja, wenn Vollmond ist. Anschneiden. Und das sind halt so Muster, das macht mega Spaß. Ich finde das auch spannend, sowas ist auch toll zu lesen, aber man sollte das halt nicht zu ernst nehmen. Und jetzt würde ich noch also meinen Part abschließen mit einem Zitat von Mark Twain. Steht auch bei Dobelli, glaube ich, drin. Wir sollten darauf achten, einer Erfahrung nur so viel Weisheit zu entnehmen, wie in ihr steckt. Ja, ist eigentlich ein ganz schöner Hinweis noch. Genau. Lasst euch das auf der Zunge zergehen und schreibt bitte eure Meinung zu diesem Video in die Kommentare. Gebt uns bitte Feedback. Möglicherweise auch zu Fehlern, Denkfehlern, die ihr bei euch selbst entdeckt habt oder die ihr selbst zukünftig vermeiden wollt. Und so weiter. Also einfach mal Feuer frei. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Natürlich wie immer. Abo bitte da lassen, Daumen nach oben. Und jetzt sind wir raus. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Ciao.